Vorstellen möchte ich Ihnen heute die Samsung WB150F. Das gute Stück haben wir hier auch direkt. Ich werde es auch direkt einmal auspacken. In der Verpackung finden wir neben Treiber-CD und einer Kurzanleitung sowie einem praktischen Bändel für den Transport unterwegs ein USB-Kabel sowie einen USB-Netzstecker, womit wir die Kamera an den Strom anschließen können, beziehungsweise auch an den Computer, um die Daten wie Fotos und Videos direkt zu übertragen. Außerdem natürlich in der Verpackung die Kamera selbst. Beim Auspacken sieht man schon, dass dass Samsung bei der WB150 sehr viel Wert auf ein elegantes Design und Kompaktheit gelegt hat. Die Kamera selbst hier jetzt in Schwarz, gibt es auch in Weiß, kommt mit 14,2 Megapixeln daher, bei einem 18-fach optischen Zoom. Das ist bei einer Brennweite von 24 mm im Weitwinkelbereich bis zu einer Zoom-Brennweite von 432 mm. Auf der Oberseite finden wir den Power-On-Knopf, um das edle Schneider-Kreuznach-Objektiv zu öffnen. Die Rückseite wird dominiert von einem 3 Zoll großen LCD-Display und ein paar Knöpfen, mit denen wir die wesentlichen Menüelemente der Kamera bedienen können. Auf der Oberseite befindet sich ein kleines Zoomrad, mit dem wir also die Zoomweite und Stärke einstellen können, sowie der Auslöser. Zu rechten dann noch ein Drehrad, mit dem wir die verschiedenen Modi der Kamera einstellen können, wie zum Beispiel Video. Die Kamera kann also auch HD-Movies im 720p-Format aufnehmen und besitzt außerdem einen voll manuellen Modus, wo dem Benutzer allein überlassen wird, wie er die Einstellung macht, und lässt somit vollen Freiraum für kreative Fotografie. Außerdem noch als wichtiges Gimmick hat die Kamera einen Wi-Fi-Anschluss. Das heißt, wenn ein WLAN in der Nähe ist, kann man ohne Problem die Fotos oder Videos direkt auf soziale Netzwerke oder ins Internet in Online-Fotoalben heraufladen. Zusätzlich zur Kamera bietet Samsung eine kompakte Tasche passend zur Kamera an. Mit dieser schützen sie ihre Kamera ideal auch unterwegs. Sie ist klein und kompakt und schützt die Kamera vor kleinen Stößen und Spritzwasser. Sie kann mittels einer Schlaufe auf der Rückseite ohne Probleme zum Beispiel an einem Gürtel befestigt werden. Außerdem liefert Samsung noch einen kleinen Trageriemen mit dem man diese auch über der Schulter tragen kann. Auf der Vorderseite noch eine kleine Tasche, in die zum Beispiel Ersatzspeicherkarten oder Ersatzakkus eingelegt werden können und somit auch gut transportiert werden können.